Heute ranke ich mal alle Indiana Jones Teile, aber nicht die Filme, sondern die Soundtracks von John Williams. Was wären die Indiana Jones Filme ohne die mitreißende, kultige Musik des Komponisten? Richtig, nur halb so schön. John Williams ist meiner Meinung nach einer der besten Komponisten unserer Zeit. Er schenkte uns einige der bekanntesten Filmmusikstücke und Themes wie Der Weiße Hai, Kevin allein zu Haus und Kevin allein in New York, Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, Vergessene Welt, Star Wars Trilogie oder alle neuen Teile, Harry Potter 1 bis 3 und vieles mehr. Doch kommen wir zum Ranking. Meine Auswahlkriterien sind 3 Punkte. Der erste Punkt: Ein Soundtrack erzählt die Geschichte des Films, nur halt musikalisch. Wie gut wird die Geschichte also musikalisch erzählt? Der zweite Punkt: Vielfalt. Ist der Soundtrack abwechslungsreich? Und Punkt 3, meine persönliche Meinung, oder besser gesagt, die meiner Ohren. Zuletzt sei noch gesagt, dass ich erstens alle Indiana Jones Soundtracks gerne höre und dass das Ranking natürlich nur meine Meinung ist. Und wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt mir das doch bitte gerne in den Kommentaren. Okay, los geht's! Auf Platz 5 ist Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Hier wird die Handlung leider nicht gut erzählt. Es gehen mir hier einige Musikstücke ab und auch die Zusammenstellung der CD finde ich nicht sehr gut gelungen. Platz 4 belegt der neueste Indiana Jones Soundtrack, Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Die musikalische Reise ist sehr schön anzuhören und doch fehlt mir hier und da manchmal die Wucht und das geliebte Raiders-Theme. Wird sehr sparsam eingesetzt. Leider muss ich auch sagen, dass mir der letzte Track auf der CD gar nicht zusagt. Trifft einfach nicht meinen Geschmack. Raiders of the Lost Ark oder Jäger des verlorenen Schatzes ist der erste Indiana Jones Soundtrack und erzählt sehr gut die Geschichte. Doch ist er mir nicht so vielseitig wie die anderen Filmsoundtracks der Reihe. Platz 2 belegt bei mir Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Auch hier wird die Geschichte gut musikalisch erzählt, doch gehen mir hier auch ein paar Tracks einfach ab. Platz 1 belegt also der Tempel des Todes. Die musikalische Reise wird hier sehr gut erzählt. Die Musik ist vielseitig und sehr opulent und voller Witz, aber auch gefühlvoll, wie auch schaurig. Und man spielt hier mit dem Indiana Jones Theme, mit dem Original Theme sehr viel und unterschiedlich, was mir sehr gut gefällt. Mein verdienter erster Platz. So, das war mein Ranking zu den Filmsoundtracks von Indiana Jones. Wie hat euch das Video gefallen und stimmt ihr meiner Liste zu oder nicht? Schreibt es mir in den Kommentaren.